Geht immer. Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Ja, ihr habt lange drauf gewartet und ich wurde oft danach gefragt, wann gibt's denn mal wieder was von Olympias Kochstudio? Ich habe frischen Spinat gekauft. Relativ schräge einfach. Kochtipps im Internet, das ist Olympia Kasar. Diese junge Dame aus Bad Überkingen sorgt nicht nur mit ihren Videos auf YouTube für Vergnügen. Auch als Songwriterin hat sie sich in der Region schon einen Namen gemacht. Jetzt habe ich Mozzarella. Haben euch die Cannelloni geschmeckt? So, herzlich willkommen, liebe Freunde der italienischen Küche und der handgemachten Musik. Ich freue mich wieder für euch, einen Videoblog aufnehmen zu dürfen. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, nämlich die Lena vom SWR von der Sendung Expedition in die Heimat. Hallo. Hallo Lena. Hallo. Heute werden wir gemeinsam kochen und zwar Pasta e Piselli. Ein ganz einfaches Rezept und die Lena wird mir dabei helfen. Aha, das heißt, hier entstehen deine Videos? Ja, ja. Hier drehe ich meine Kochvideos und manchmal komponiere ich sogar hier in der Küche. Ach. Mhm. Inspiration für dich. Ja. Autofahren, kochen, spazieren gehen, das sind alles so inspirierende Momente für mich. Ja. Mhm. Und tatsächlich gäbe es ja auch die Band ohne Kochen gar nicht, richtig? Ganz genau. Wie kam das? Ja, ich habe die Jungs gefragt. Du darfst mir gleichzeitig noch helfen. Unbedingt. Gib mir was zu tun. Bitteschön. Also, ich habe sie eigentlich angelockt mit dem Kochen. Ich habe sie zuerst zum Essen eingeladen und dann habe ich gesagt, Jungs, wie sieht's aus? Habt ihr Lust? Ein neues Projekt, Olympia in the Diners. Und ich verspreche euch, ich werde regelmäßig für euch kochen. Ja, wenn es ums Essen geht, da kriegt man die Musiker immer rum. Was war für dich der Auftritt, der dir nicht mehr aus dem Kopf geht? Das war noch zu Irene-Zeiten mit der Vorgängerband, als wir im Rhein-Energie-Stadion in Köln zum Papstempfang gespielt haben. Da waren 55.000 Menschen im Stadion und das war schon ein einmaliges Erlebnis. Mhm. Ja.